Tag 2 im Trainingslager in Belek. Hier auf der Anlage des Kaja Golfclubs absolviert die Mannschaft ihre zweite Trainingseinheit. Noch am Morgen stand ein Waldlauf an, jetzt am späten Vormittag geht es um die koordinativen Fähigkeiten, die weiter trainiert werden. Mit anderen Worten, Zirkeltraining für die Werder-Profis. Die Bedingungen sind, zumindest in der Sonne, ideal. Auch heute sind es gefühlte 18 Grad, auch wenn das Thermometer nur deren 14 anzeigt. Thomas Schaaf jedenfalls nutzt die Gelegenheit, schon jetzt an der Feinabstimmung zu arbeiten. Wie immer mit dabei auch die türkischen Kollegen, die beinahe täglich von Werder berichten, so wie auch Werders Mediendirektor Tino Polster. Seine Tagebücher auf werder.de haben schon beinahe Kultstatus. Täglich kommentiert er wichtige Ereignisse oder erzählt besondere Anekdoten rund um das Team von Thomas Schaaf. Trainiert wird mittlerweile auf zwei Plätzen, die während Werders Aufenthalt extra geblockt wurden und ausschließlich dem Team von Thomas Schaaf zur Verfügung stehen. Bereits am Nachmittag bekommt der Cheftrainer dann Zuwachs. Alexandros Tsiolis wird gegen Nachmittag erwartet und soll, wenn alles klar geht, auch schon am Nachmittag mit der Mannschaft trainieren.